großen Pause zugeht, welche Gespräche geführt werden und welche erlaubten oder nicht erlaubten Tätigkeiten den Schülern einfallen. Diesen Einblick geben Ihnen nun die Mädchen und Burschen der 4A-Klasse. Aber sicher,
Wenn du uns anschaust, dreht sie sich weg. Ich habe mir gestern in dem neuen Geschäft in der Neustadt ein Kleid gekauft. Die Verkäuferin dort war urnett. Warum? Hat sie dich so gut beraten? Nein, sie hat gesagt, wenn das Kleid meinen Eltern gefällt, kann ich es umtauschen. Hast du dir diese Weste auch dort gekauft? Schau mal, die ist nämlich nicht in Ordnung. Da ist oben ein Knopfloch zu wenig und unten eines zu viel. Ich möchte meiner Mutter zum Geburtstag eine neue Bluse kaufen. So eine, wie ich sie anhabe? Nein, eine schöne, modische. Ich war gestern auch im Kaufhaus und habe 2 Stunden im Lift stehen müssen, weil Stromausfall war. Das ist ja noch gar nichts. Ich war auch dort und bin ganze 2 Stunden auf der Rolltreppe gestanden. Das Packerl da, hört das dir? Es schaut zwar aus wie meins, aber das kann es nicht sein. Warum nicht? Weil ich meins heute verloren habe. Morgens stelle ich mich immer vor den Spiegel, um meine Schönheit zu bewundern. Meinst du, das ist eine Sünde? Nein, Johanna, das ist ein Irrtum. Ich schmiere mir jeden Tag massenhaft Creme ins Gesicht. Davon wird man schön. Schade, dass es genau bei dir nicht funktioniert. Johanna, ist deine Schwester von der Schlammpackung, die sie zum Geburtstag gekriegt hat, eigentlich schön geworden? Zuerst schon, aber dann ist das ganze Zeug wieder abgebröckelt. Ich war gestern in einem Schönheitssalon. Und warum hast du dich nicht angenommen? Du hast Beine wie? So schlank? Nein, so behaart. Sag mal, hast du gewusst, dass mit jedem Atemzug, den ich mache, ein Mensch stirbt? Puh, vielleicht solltest du mal Zähne putzen. Hast du dem Hansi gesagt, dass ich blöd bin? Sag mal, was machst du eigentlich, wenn du nicht einschlafen kannst? Ich zähle bis 3. Wie, und das hilft? Ja, aber manchmal zählt auch bis 4. Wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht einschlafen. Wie ist es umgekehrt? Wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. Na, Patrick sprach in der Pause. Ja, so wie mein Vater. Das habe ich befürchtet.